Hallöchen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einem kurzen Video, denn ich habe neue Linsen für die PSVR 2 von VR Rock bekommen. Die haben jetzt ein neues Design und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich zeige euch, was anders ist, welche Vorteile dieses Design hat und so weiter. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem Video. Hier seht ihr die beiden Linsen. Das ist das alte Modell, hier ist das neue. Das ist hier die rechte Seite, hier die linke. Und ihr könnt ja jetzt schon von der Form her ein paar Unterschiede erkennen. Was jetzt am meisten auffällt, ist, dass der Rahmen jetzt hier abgerundet ist. Hier ist das nicht der Fall. Das bietet den Vorteil, dass man mehr Platz für die Nase hat. Und ich zeige euch das aber gleich nochmal, wenn die Linsen im Headset drin sind, weil jeweils die andere Seite jetzt hier, das ist schon im Headset drin. Aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich. Aber der größte Unterschied ist, dass die neue Linse magnetisch ist. Und das hat den Vorteil, wenn jetzt mehrere Leute spielen, das ist ja so, dass mein Mann mit den Linsen spielt, ich brauche keine, dann braucht man nicht immer diesen Rahmen hoch und runter schieben von dem Headset, sondern der kann ganz normal drin bleiben. Dann braucht man bloß diese Linse hier oben abmachen. Und das geht ja echt leicht, ne? Einfach Klick und so. Und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass man sich die Linsen im Headset zerkratzt. Hier seht ihr die Linsen im Headset. Das ist die neue Linse, das ist die alte. Und was jetzt auffällt, ist, dass die alte Linse hier ein bisschen weiter Richtung Nase ragt, weil der Rand hier glatt ist. Und hier bei der Linse ist der Rand abgerundet, also das geht ein bisschen weiter nach außen. Also man hat hier eventuell mehr Nasenfreiheit. Das werde ich dann natürlich auch austesten, ob das relevant ist. Aber den größten Vorteil sehe ich auch da drin. Die ist ja hier magnetisch. Man kann die ganz einfach abnehmen und auch wieder ransetzen. Also wenn jetzt mehrere Leute mit dem Headset spielen, das ist ja bei mir so der Fall, dass da auch mein Mann damit spielt. Und nachdem er gezockt hat, dann muss ich die Linsen immer rausnehmen. Und bei der alten Linse muss ich den kompletten Rahmen abziehen. Und wenn er wieder spielen will, wird das wieder hier drauf geschoben. Also das ist jetzt natürlich auch super easy. Also wenn ihr jetzt die alten Linsen habt, das sind jetzt auch nicht so wirklich Nachteile. Die funktionieren ja super, das Eye-Tracking funktioniert. Also es ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber natürlich möchte ich euch auch sehr, sehr gerne die Unterschiede zeigen. Und ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu den Linsen, also zu den alten Linsen hier. Und da habe ich ja auch den Affiliate-Link. Und wenn ihr auf diesen Link klickt, also so war es jetzt in der letzten Zeit, da kommt man automatisch zu den neuen Linsen. Also das heißt, ihr müsstet dann auch schon diese neuen Modelle bekommen haben. Also ihr braucht euch da wirklich nicht ärgern. Ja, und bei dieser neuen hier, dann, wenn jetzt zwei Leute spielen, dann braucht man das einfach nur diesen Rahmen abmachen. Und ich teste jetzt natürlich auch, wenn dieser Rahmen hier ohne die Linse drin bleibt, ob ich da jetzt irgendwelche Unterschiede merke. Und das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt die PSVR 2 aufgesetzt mit den Linsen hier auf der rechten Seite ist die neue Linse und hier ist das alte Design der Linse drin. Und ich habe das Headset so auf, als wenn ich damit spielen würde. Also hinten genauso festgezogen und halt so weit ans Gesicht rangeschoben, wie ich das halt immer mache. Und ich spüre jetzt weder die alte noch die neue Linse. Also ich merke davon gar nichts. Dann werde ich das jetzt mal übertrieben ranschieben. Hier ist ja oben der Knopf. Da kann man das alles noch ein bisschen ranschieben. Und jetzt merke ich, dass die Linsen ja nicht meine Nase berühren, sondern oben eher die Stirn, also zwischen den Augenbrauen. Und wenn ich das jetzt schiebe mit meiner Nase, also es ist wirklich übertrieben dran, ne? Dann merke ich oben zwischen den Augenbrauen, dass mich beide Linsen berühren. Also ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht so den Unterschied feststellen. Ich drücke jetzt noch mal ein bisschen hier dagegen und ich würde bald sagen, dass ich mit der
rechten Linse hier auf der Seite mich eher berühre als mit der linken, mit dem alten Modell. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber es ist so. Ich stelle das jetzt hier gerade fest, ich drücke jetzt nochmal hier dagegen. Ja gut, wenn ich jetzt hier so drücke, ich merke es schon beide, aber das ist halt sehr dicht dran. Und sobald ich jetzt loslasse, mit dem Druck weggehe, dann spüre ich sie beide wieder gar nicht. Aber ich denke mal, das ist auch von der Nasenform bzw. von der Stirnform abhängig. Und letztendlich funktionieren ja beide Linsenmodelle. Also ja, den größten Vorteil sehe ich jetzt halt da drin, dass die magnetisch sind. So, und jetzt werde ich nochmal beide neuen Linsen einsetzen und mal gucken, wie sich das mit dem Rand verhält, wenn ich oben diese Sehstärke aufsetze, abmache. Ob ich denn, wenn ich jetzt selber zocke, ob da für mich irgendwelche Unterschiede sind. Aber ja, ich denke mal nicht, weil wenn die Linsen drin sind, ich merke sie ja jetzt nicht mal. Aber ich mache das nochmal schnell. Ich habe jetzt beide neuen Linsen drin und jetzt habe ich das Headset so weit rangeschoben, auch hier, wie ich auch zocken würde, und da spüre ich die Linsen nicht, weder an der Stirn noch an der Nase. Und jetzt schiebe ich das mal weiter ran, und wenn man es übertrieben ranschiebt hier, auch wenn ich da mittig drauf drücke, natürlich merke ich es dann wieder ein bisschen an der Stirn, aber ja, so dicht habe ich es ja generell nicht dran. Ich denke mal, ein bisschen Abstand muss man schon halten, weil wenn jetzt jemand wirklich so richtig knallhart ran will, klar, irgendwann merkt man diese Linse, und es kann auch sein, wenn jemand eine größere Nase hat, dass man die an der Nase merkt, aber das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, denn ich spüre die an meiner Nase nicht. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir den Daumen nach oben da. Schreibt mir liebe Kommentare, und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Wenn ihr die Linsen bestellen wollt, dann würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link macht. Den packe ich euch wie alle anderen wichtigen Links in die Videobeschreibung. Und nun verabschiede ich mich. Bye bye, bis zum nächsten Mal.